Das Wochenende steht vor der Tür und die Ziele dieser Woche scheinen erreicht. Zumindest mal dieser etwas mühsameren Aufwärtsbewegung beim DAX. Wir sehen das hier, da sind wir noch quasi dran, in etwa hier an der aktuellen Widerstandszone. Das kann natürlich auch noch ein bisschen höher gehen, also sowohl innerhalb dieses Bereiches, damit dürfen wir auf jeden Fall rechnen. Aber wir dürfen auch erwarten, dass das, was wir am amerikanischen Markt aktuell sehen, ja, nämlich ebenfalls dieser kleine Klotz vor uns. Das ist keine Garantie, dass der Kurs da nicht durchgehen kann. Aber zumindest mal werden viele Marktteilnehmer hier nochmal überlegen, was wollen wir da machen? Sollen wir wirklich durchgehen? Trauen wir uns das übers Wochenende Positionen hier zu halten? Oder nehmen wir lieber mal Gewinne mit und freuen uns über das, was wir in den letzten Tagen da immerhin erreicht haben? Denn wir dürfen nicht vergessen, so schlecht sah es ja gar nicht aus, wenn ich hier mal so zurückgehe in dieser Woche. Wir lagen da schon deutlich tiefer, wenn wir das mal angucken. Allerdings, wenn wir, ja doch, kann man sagen, diesen Wochenanfang von hier bis da hoch haben wir uns gekämpft. Das ist ja schon mal ein ganz gutes Zeichen. Ob der Markt hier wirklich dreht, das weiß man natürlich noch nicht so richtig. Es wäre aber typisch. Deshalb für mich als Händler, ich will da gar keine Prognose wagen, denn wir sind ja Händler und nicht Vorherseher. Dann würde ich hier natürlich genau drauf gucken, was der Markt macht. Das wird unsere Aufgabe sein, jetzt heute für den Rest des Tages in der kleinen Ebene mal, ob sich sowas schon andeutet, ob man das jetzt nochmal im Großen schon nutzen will vor dem Wochenende. Wir tun das tendenziell nicht gerne, weil solche Positionen übers Wochenende zu halten, kann bei blöden Gaps ja auch mal doof sein. Aber für den Abend kann es nochmal spannend sein, auf kleineren Zeitebenen, wenn sich von welchem Niveau auch immer, ich mache das mal bewusst losgelöst, dann irgendwie sowas, theoretisch hätte ich auch den hier nehmen können, dieses Muster, das ist immer eigentlich so die Schablone, auf die wir dann gucken, kommt sowas. Jetzt kann man ja sagen, ah, was haben wir denn hier? Immerhin schon mal eine ziemlich deutliche Abwärtsbewegung, aber die Aufwärtsbewegung ist da ziemlich ebenmäßig. Wir sehen das hier vorne in dem Bereich, die gleiche Geschwindigkeit, ähnlich ausgeprägt. Das Ganze jetzt insgesamt hier immerhin schon mal wackelig. Also vielleicht tut sich damit schon der erste oder andere schwer, hier nochmal auf die Long-Seite zu wechseln vor dem Wochenende und vielleicht was zu halten bei den Risiken, die eben dann doch noch da sind im Markt oder zumindest mal gesehen und erwartet werden. Wie gesagt, ich möchte es nicht vorhersagen müssen, ob der Kurs nach oben geht oder nach unten. Das soll der Markt gefälligst selber tun, nämlich durch eine Bestätigung, indem er eine Seite dann tatsächlich mal stark bringt und ganz wichtig, die andere entsprechend schwach. Beides ist wichtig und dann, wie gesagt, so unsere typische Triggerbildung, das würde uns helfen. Vorsichtig, nicht zwangsweise, nur weil das schick aussehen würde. Mensch, mit den Linien, das sieht doch toll aus, dann machen wir das so. Das ist keine Garantie, dass der Markt dreht. Es gibt immer noch eine realistische Chance, dass der Markt nochmal einen Schwung nach oben hier mitmacht. Das ist alles andere als nicht möglich. Deshalb nicht vorauseilend hier unterwegs sein, sondern eben sagen, genau hingucken in diesem Bereich, um dann mal zu sehen, was der Markt hier macht. Wenn das Bild wirklich jetzt weiter bullisch sein sollte, dann wäre es aber sinnvoll, dass der Markt wirklich sich da noch ein bisschen von entfernt. Ob es in dieser Größe vorm Wochenende noch passiert, ist vielleicht wirklich fraglich, gebe ich zu. Aber immerhin, wir hätten die Chance dazu. Ansonsten, wir können noch mal eben auf den Kalender gucken von heute, die Unemployment Rate. Wenn man nach Amerika guckt, ist ja schon ganz schön auffällig hoch. Wir sind Zahlen um die 3, von mir aus auch noch 4 gewohnt, was wir hier haben. 16 war erwartet worden, es ist dann doch nur 14,7 gewesen. Ich muss allerdings sagen, so richtig toll klingt das Ganze natürlich trotzdem alles nicht. Also die Zahlen, die wir hier sehen aus Amerika, sind alles andere als gut. Sie sind vielleicht ein bisschen ermutigender, als es vielleicht noch erwartet wurde. Auch die Non-Farm Payrolls, nur noch mal so der Vergleich. Wir hatten sonst immer so in den 870.000er Größen. Jetzt sind wir hier schon auf einer ganz anderen Größe hier angekommen. Also andere Dimensionen, die wir jetzt hier zu erwarten haben. Der Markt hat es bis jetzt einigermaßen ja noch positiv aufgefasst. Hat zwar ein bisschen reagiert um die Uhrzeit, aber wenn wir ehrlich sind, so richtig Drama war es dann doch nicht. Ob er diese Stimmung allerdings übers Wochenende retten kann, das ist fraglich. Mein Tipp für heute nochmal eher auf der kleinen Ebene. Ich persönlich, für mich ist klar, keine Position übers Wochenende. Das Risiko ist mir aktuell zu groß, es sei denn auf den größeren Ebenen. Alles, was wir auf Tagesbasis natürlich traden, also für einen längeren Zeitraum, das geht auch übers Wochenende. Aber alles, was so im kleineren Rahmen zu sehen ist, das wäre mir dann doch zu heikel. In diesem Sinne für diese Woche nochmal ein Restspaß für den heutigen Abend. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir nächste Woche wieder zusammenkommen. In diesem Sinne alles Gute.